Hallo und herzlich willkommen beim Maris Salon du Livre liest. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute geht es nicht wirklich um Bücher. Und zwar, in den letzten Tagen habe ich mir mal über YouTube schlau gemacht. Natürlich habe ich mir andere Kanäle angeschaut und geschaut, was machen die und wie schaut das aus. Also man vergleicht sich ja immer ein bisschen. Und irgendwann steht da, man soll ein Vorstellungsvideo drehen. Jetzt mache ich das schon eine Zeitl, aber Vorstellungsvideo habe ich in dem Sinn keins gedreht. Also gibt es heute ein Vorstellungsvideo. Hallo, herzlich willkommen. Ihr seid auf dem Bücherkanal von Maris Salon du Livre gelandet. Kurze Vorstellung zu mir. Nein, ich heiße nicht Marie, sondern ich heiße Caroline. Bin bald ein halbes Jahrhundert alt. Bin verheiratet, habe leider keine Kinder, dafür zwei Kater und eine Katze. Vielleicht, das ist eine in der Nähe, vielleicht zeigen sie sich sogar. Und ich wohne dort, wo andere Menschen gerne Urlaub machen würden. Sie haben es bisher gemacht, werden es auch in Zukunft wieder machen. Also ich wohne in Tirol, im Herzen der Alpen und in der Nähe von Innsbruck und genieße es sehr, wirklich da ganz, ganz nah an der Natur zu sein. Warum spreche ich über Bücher und warum ist mein Kanal französisch? Als ich mir den Kanal irgendwie generell einen Namen ausgesucht habe, war es natürlich immer schwierig. Dann die, was ich wollte, waren auf Englisch und auf Deutsch schon besetzt und dann hin und her und es sollte nicht zu kompliziert sein. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, besinn dich auf deine Wurzeln und meine Mama stammt ja aus Frankreich. Mach einen Büchersalon draus und Carolines Salon du Livre ist dann auch schon wieder zu lang. Deswegen hat es was Kürzeres, Prägnantes sein müssen und Marie wäre der Name gewesen, wenn wir eine Tochter gehabt hätten. So ist zumindest der Name immer bei uns. Warum spreche ich über Bücher? Weil über Bücher lässt sich total gut reden. Mich begleiten Bücher eigentlich mein Leben lang. Wobei, jetzt muss ich dazu sagen, das erste Buch, das ich geschenkt bekommen habe, an das ich mich aktiv erinnern kann, ich muss 8 oder 9 gewesen sein, war Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Und ja, bis heute nicht gelesen, beziehungsweise nicht fertig gelesen. Unzählige Male angefangen und ich mag die Geschichte. Wenn sie im Fernsehen läuft oder Serien sind, bin ich immer live dabei. Ich finde die Geschichte an sich toll. Aber gelesen habe ich sie nie. Bei uns zu Hause wurde eigentlich immer irgendwo irgendwas gelesen. Wir waren jetzt nicht so, ich sage jetzt einmal, ich bin in den 70er und 80er Jahre aufgewachsen. Gell? Bücher waren, ich sage jetzt nicht Luxusgüter, aber das war jetzt nicht etwas, wo ich sage, das kann ich mir jetzt jeden Tag einfach kaufen. Also ein Buch war schon ein tolles Geschenk. Und meine Mama hat ihr Studium wieder aufgenommen, da war ich 7 oder 8. Also war es gewohnt, dass ständig irgendwo Bücher herumliegen. Und sie hat Lehramt studiert, Französisch und Geschichte. Und durch sie habe ich dann auch das Interesse an Geschichte bekommen. Ich kann mich erinnern, ich weiß, 7, 8 oder 9, irgend sowas in der Größenordnung gewesen sein, bin ich mit ihr zu Vorlesungen gegangen. Und zwar deshalb, mein Papa war beim Bundesheer und hat sich zweimal gemeldet, um bei der UNO seinen Dienst zu machen und ist zweimal auf Zypern gewesen für 6 Monate jeweils. Das heißt, wir waren während der Zeit alleine und manche Vorlesungen waren eher abends und dann habe ich eben mitgehen dürfen und ich weiß noch, wie ich eine Vorlesung, ein Seminar oder was auch immer besuchen durfte und es ging um alte Geschichte und es ging um Atlantis. Also das sind so Dinge, die einfach in mir drin sind und wo ich einfach sage, die habe ich mitgekriegt über die Jahre und das war einfach irgendwie sehr, sehr prägend. Naja, und dann bin ich größer geworden und habe die Stadtbücherei für mich entdeckt. Habe dort an Kinderbüchern eigentlich fast alles gelesen, was es so gibt. Und meiner Erinnerung nach hat es damals Jugendbücher in dem Sinn so nicht gegeben. Es hat dann geschlechterspezifisch Geschichten rund um Pferde für Mädchen gegeben, habe ich nie mögen. Für Jungs dann Gespenster- bzw. Krimi-Geschichten mit die 3 Fragezeichen. Ja, das habe ich dann gelesen, aber irgendwann ist dann Schluss. Und dann gehst relativ schnell in die Erwachsenenliteratur. Hab dann Stephen King für mich entdeckt, die Horrorgeschichten verschlungen. Und Ende der 80er Jahre ist dann so ein neuer
nennen wir es einmal, ein neuer Hype aus den USA gekommen, und zwar Erfahrungsberichte. Das war Betty Mahmoudi mit Nicht ohne ihre Tochter, Nicht ohne meine Tochter, Trudy Jays Aufschrei, die mir ewig in Erinnerung bleiben wird. Das war eine Frau, die ist von klein an, und ich sage jetzt wirklich von klein an, sexuell und psychisch, einfach physisch und psychisch missbraucht worden und hat ihre Persönlichkeit abgespalten. Früher hat man das multiple Persönlichkeit genannt, jetzt nennt man es dissoziative Identitätsstörung, und das hat mich irre fasziniert, wie man sowas vollbringen kann. Von der Opferbeschreibung ist dann immer lang zur Täterbeschreibung, und ich habe dann einen richtigen Faible gekriegt für True Crime. Im Jahr 1991, als ich in den USA länger war, ist im Juli ein Serienmörder entdeckt worden und verhaftet worden, und zwar war das Jeffrey Dahmer. Und das war, also das war irre faszinierend. Da ist so viel durch die Medien herumgeschlichen und alles hat man aufsaugen können an Informationen, warum, wieso, weshalb. Und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich all meine Quellen in Deutschland, in Frankreich und so weiter angezapft, um was rauszukriegen. Und schlussendlich, sage ich jetzt einmal, habe ich über Jeffrey Dahmer wahrscheinlich mehr gewusst als manche Experte. Nein, übertrieben, aber da habe ich wirklich viel gewusst und da war ich ein absoluter True Crime-Fan. Habe ich dann auch hinter mir gelassen, wobei ich dazu sagen muss, True Crime im Fernsehen bin ich immer noch live dabei. Mag ich immer noch total gern. Naja, und dann kommt bei die 90er Jahre sein, irgendwie, ich sage jetzt nicht verschwommen, aber da habe ich viel nachgeholt, was ich in meiner Jugend nicht aufgeführt habe, habe ich in die 20er Jahre gemacht. Und zum Lesen zurückgebracht hat mich Donna Leon mit ihrem Kommissario Brunetti. Der hat mich wieder dazu gebracht, Krimis zu lesen und jedem Buch und jedem Band entgegenzufiebern. Es ist dann ein kleiner Schritt auf Karen Rose gewesen, zu Cody McFadden, Simon Beckett, all die, die wirklich gute, sehr gute Thriller geschrieben haben. Das war dann, also da war ich schon ausgelastet. Und der endgültige Schritt ins Viellesen war, und die gibt es jetzt wirklich einfach zu, ohne mich zu schämen, war die Bissreihe von Stephanie Meyers. Der erste Film ist schon draußen gewesen. Hab dann alle gelesen und habe Band 1 super toll gefunden, Band 2 ist mir furchtbar auf die Nerven gegangen, Band 3 fand ich toll und Band 4, und das sage ich jetzt auch, da finde ich die Verfilmungen besser als das Buch. Kreuzigt mich bitte nicht. Naja, von dieser jungen Jugendfantasy ist dann nicht weit bis zur Erwachsenenfantasy, sprich Black Dagger, J. Ward, Midnight Breed, Lara Adrian, Psy Changeling von Elise Singh und so weiter. Es war dann auf die Fantasy-Reihe nicht mehr so wahnsinnig schwer. Und seitdem, würde ich mal sagen, lese ich viel, viel mehr. Es hat sich dann auch die Book-Community einfach verändert. Mit den neuen Medien, die wir bekommen haben und die man nutzen kann, hat man natürlich wahnsinnig viel Informationen gekriegt. Man hat mit den Autoren in Kontakt treten können über Facebook, über Instagram jetzt. Also es macht dann schon irre viel Spaß. Es sind dann auch die Events dazugekommen, wie 2012 die Love Letter Conventions, das erste Mal in Berlin. Und es hat uns als Leser einfach noch mehr zusammengeschweißt. Naja, und ab dem Zeitpunkt gibt es kein Halten mehr. Also seit dem Zeitpunkt wächst mein Sub, das gebe ich zu. Und ja, ich mag mein Sub immer noch. Aber deswegen sage ich mal, Bücher bleiben einfach immer. Also diese Geschichten und manche Geschichten bleiben ewig. Im Kopf, im Herzen, die einfach viel gebracht haben. Und das ist mein Kater Hutch, der gerade im Karton eine richtige Sitzposition sucht. Und wie gesagt, das ist schon was Tolles. Also das mit den neuen Techniken, die es so gibt, sind genial. Ich wünschte manchmal wirklich, ich wäre 20 Jahre jünger oder 30 Jahre jünger und ich könnte vielleicht aus dem Hobby einen Beruf machen. Gleichzeitig denke ich mir mal, so nebenher das zu machen, hat auch so seinen Reiz. Und es gefällt mir immer wieder, ein Video zu drehen und eure Reaktionen zu sehen, wie ihr echt auf manche Fragen antwortet und mir neue Impulse gebt. Und es ist echt toll. Also ich kann es meinem Mann fragen, jedes Mal, wenn es einen neuen Abonnenten gibt oder einen neuen Kommentar, bin ich immer ganz hellauf begeistert und finde das einfach total super. Und jetzt mit dem, dass ich sage, ein Vorstellungsvideo zu machen, hallo, da bin ich,
ist eigentlich eine total gute Idee und bringt Klarheit. Also man sieht dann doch ein bisschen mehr von demjenigen, im Hintergrund zumindest. Sonst gibt es bei mir jetzt nicht viel zu erzählen. Ich lese viele Genres, fast alles, Segen wie Fluch, weil im Grunde genommen jeder Klappentext eine wundervolle Geschichte verspricht und man muss dann doch sehr selektiv sein, sagen, oh ja, okay, das lese ich und da greife ich eben nicht zu, ist schwer. Das war's von meiner Seite, so viel zu meiner Vorstellung. Falls ihr noch Fragen habt, bitte gern her damit. Für einen Daumen hoch freue ich mich, über Abonnement freue ich mich umso mehr. Und sonst wünsche ich euch, bitte bleibt gesund. Ich hoffe, es ergibt sich heuer spätestens nächstes Jahr die Gelegenheit, sich wirklich wieder persönlich zu treffen, irgendwo zu sitzen auf einem Café und über Bücher zu reden. Und bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, alles Gute, bleibt gesund, habt schöne Tage und wie immer guten Lesestoff. Pfiat euch.